Hey Leute, willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich habe euch heute was zu erzählen. Ich habe schon mehrere Anläufe dafür gebraucht. Ja, kommen wir direkt zum Punkt. Es kommt ja jetzt Ende dieses Jahres, im Dezember, soweit ich weiß, Assassin's Creed Valhalla raus. Ich habe mir die Ultimate Edition oder wie auch Ultimate Edition geholt. Die habe ich mir vorbestellt auf Amazon 110 Euro. Ja, dazu wollte ich euch einfach nochmal sagen. Das wird jetzt auch auf wenn es rauskommt, werde ich es sofort let's playen. Das heißt, da müsst ihr dann auch damit rechnen, dass meine anderen Projekte eingestellt werden und ich eben das dann mache, weil es mir dann wahrscheinlich fast keinen Spaß mehr machen, mit anderen Spielen zu spielen, während das draußen ist. Weil es neu und wow. Ich bin riesen Assassin's Creed Fan. Ich liebe die Game-Reihe. Ich habe damals 2007 kam das erste raus, glaube, war, wenn ich richtig mich zurückerinnern kann. Und es war, das habe ich auch gespielt, bloß ein bisschen später. Und mein Onkel hat es mir damals gezeigt, also falls er das jemals sehen sollte, danke an dich, du hast mich in eine großartige Reihe reingebracht, du hast mir das alles hier gezeigt. Ja, ich werde kein Gameplay jetzt hier reinpacken, ich brauchte einfach nur einen Hintergrund. Ich werde aber, damit ihr die Musik nicht ganz so heftig hört, ich mache die Musik jetzt etwas leiser. Die Sounds sind halt etwas. Das stelle ich euch auch noch ein. Ne, das war ich schon wieder. Ich habe es richtig gesehen, aber. Untertitel, Kill Sound Effect, ja. So, ich mache einfach um die Hälfte. So, dann geht das. Also, ich sag, das neue Assassin's Creed Valhalla habe ich mir sofort vorbestellt in der Ultimate Edition. Wie gesagt, damals 2007 habe ich es mitbekommen, aber mein Onkel hat es mir etwas später gezeigt und ab da war dann die Reihe erstmal dran für mich. So, dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt des Videos. Assassin's Creed Valhalla, das kommt ja im Dezember jetzt 2020 raus. Wie gesagt, soweit ich informiert bin. Das ist anscheinend in 6 Editionen. Die Standard, die Gold, die Steelbook, die Ultimate, die Collectors und die Uplay Plus Edition. Da gibt es noch die Epic, also die Epic und die Uplay Edition, die sind einfach exklusiv, so wie ich das mitbekomme. Ja, also es gibt kein Battle Pass oder Jahrespässe. Ich habe mir beim Vorbestellen habe ich den Seasons Pass, der kam dazu. Irgendwie den kriegt man dann dazu und da sind dann auch noch mal das ist noch mal eine spezielle Mission dabei, dann Skins und alles Mögliche, aber dazu kommen wir später. Also, dann die Standard-Edition ist klar einfach nur das Spiel, das so wie es halt Mediamarkt, Saturn kaufen könnt und wo auch immer. Assassin's Creed Valhalla findet ihr nicht auf Steam, das wird es da erstmal nicht geben. Genau, dann gibt es da in der Standard-Edition gibt es halt eben einfach nur dieses Spiel, mehr gibt es da nicht, das ist also schnell abgehakt. Dann gibt es die Gold Edition.
Die beinhaltet den Seasons Pass und die Bonus Mission. Und ja. Neue Ausrüstung, neue Orte zum Erkunden. Ja, dann gibt es die Limited Edition. Das sorgt dafür, dass, also die gibt's, wird exklusiv bei Amazon erhältlich sein. Also ist sie eigentlich schon, kann man schon vorbestellen. Also es gibt das Berserker-Siedlungspaket, den einen speziellen Wolf als Reittier. Ja, Leute, wir bekommen ein Reittier, mega. Und einen Satz Runen zur Gegenstandsverbesserung. Dann kommt die Edition, die ich gekauft habe, die Ultimate Edition. Das beinhaltet den Seasons Pass, genau wie die Edition ab der Gold Edition. Die beinhalten dann alle den Seasons Pass. Also Seasons Pass, Berserker Siedlungspaket, Berserker Ausrüstungspaket, wo auch halt eben dieses Wolfreittier dabei ist. Das Berserker Langschiff-Paket und einen Satz Runen. Ja gut. Dann gibt es noch die Collector's Edition. Die bringt dann auch halt eine weibliche Eivor-Figur. Die ist 30 cm groß, also quasi so groß wie ein Schullineal. Dann eine männliche Eivor-Statue. Das ist. Nee, die ist 5 cm groß, also jetzt auch nicht weltbewegend. Dann gibt es ausgewählten Spiel-Soundtrack. Dann drei speziell mega gut verarbeitete Bilder. Dann ein Zertifikat, dass ihr das also Premium und alles, ne? Dieses ganz besonders Zertifikat. Dann gibt es ein Steelbook dafür, also einfach eine, sagen wir mal, Metallhülle. Und ansonsten ist es eigentlich die Ultimate Edition. Das sind jetzt, ja. Ja. Also egal, welche Version ihr vorbestellt, ihr bekommt immer einen Bonus dazu. Immer. Ist halt eben die Standard-Edition, aber, ne? Das ist halt eben die Mission, der Weg des Berserkers. Ich sage euch jetzt nicht, was drin vorkommt, nur damit ich euch nicht einfach spoiler. Es gibt sogar noch, man kann sogar noch Figuren und so kaufen. Also es gibt abseits vom Spiel, wird es auch noch zwei Figuren geben, die ihr exklusiv im Ubisoft Store kaufen könnt. Da gibt es die männliche Eivor Wolfsmaul Figur. Ist die Figur des männlichen Eivors. Ist ungefähr 25 cm groß. Der Charakter ist eine. Ist in einer stehenden Pose zu sehen, ja, und ist halt eben auch so eine, so Wikinger-like, wie man es halt auch aus Serien kennt. Fuß offen ist, Bein auf einer Kiste drauf, wahrscheinlich in einem Dorf, das er gerade erobert hat, sieht man aber nichts. Dann gibt es, zusätzlich beinhaltet die Figur das digitale Set Raider-Tattoo. Das könnt ihr dann mit, das ist ein Code, da gibt es einen Code zu, das könnt ihr dann im Spiel freischalten. Also wir können anscheinend auch unsere Tattoos anpassen. Und man kann die versteckte Klinge kaufen. Ja, genau, Eivors versteckte Klinge, die ist gar nicht so versteckt, wie man sie im Trailer sieht, er trägt sie über dem Arm. Die versteckte Klinge kehrt nicht nur ins neue Spiel zurück. Ja, Leute, wir bekommen die versteckte Klinge zurück. Wobei ich sagen muss, zwei Assassin's Creed hintereinander, die irgendwo keine versteckte Klinge ist, riskant. Also die Klinge ist ungefähr 37 cm lang, also ne, schon etwas größer. Die Klinge wird ungefähr 37 cm lang, wie ich gerade gesagt habe, und einen mechanischen Verschluss beinhalten. Also dann. Es gibt einen Auslösemechanismus. Da ist alles Mögliche, was halt auch für Sicherheit sorgt. Dass ihr euch nicht mit, einfach mit der Klinge mal schnell, so wie Bayek aus Assassin's Creed Origins, euch mal schnell so einen Ringfinger amputiert oder irgendeinen anderen. Gibt es auch Sicherungen und alles. So, jetzt kommen wir
zu den Amazon, also was kriegt ihr auf Amazon? Da habe ich es, wie gesagt, bestellt. Ich lese es euch jetzt einfach mal vor. Ich habe mir das jetzt rausgesucht für die PlayStation. Also, die Standard kostet euch 60 Euro, also relativ, ne? Die Limited Edition kostet 70. Die Ultimate, die ich habe, kostet 110. Die Ultimate mit Wolfsmalfigur kostet euch sage und schreibe 150 Euro. Eine andere Version, also höher, also ihr könnt die Collector's Edition nicht auf Amazon holen. Jetzt kommen wir zum PC. Da ist es bei der Standard genau gleich. Auch. Da gibt es auch erstmal nur die Standard. Genau, auf dem PC gibt es jetzt erstmal auf Amazon nur die Standard für 60. Die Xbox, da gibt es erstmal nur die Limited für 70, die Ultimate eben für 110 und die Ultimate mit Figur für 150, also nicht wirklich viel Änderung. Ja, ich habe sie mir vorbestellt, sage ich gleich, wann sie ankommt. Zustellung ist der 31. Dezember bei mir. So, und nochmal, ich feiere Assassin's Creed richtig. Ich liebe es. Also, ob ich jetzt mit ob ich jetzt irgendwie mit Ezio irgendwelche Gebäude rumkletter und mich in den Kampf stürze oder ob ich es mit Altair mache. Ich finde beide mega geil. Also Altair, mit ihm hat es ja angefangen. Das wurde ja ursprünglich, die komplette Reihe hätte es eigentlich gar nicht so geben sollen. Das war eigentlich ein Prince of Persia DLC. Assassin's Creed beruht auf einer wahren Begebenheit. Da gab es einen Mann, der hat halt jemanden imponieren wollen und hat gesagt, meine Leute sind so treu, die springen für mich in den Tod. Also das ist mal Loyalität. Ich würde es nicht machen, bin ich ehrlich. Zumal ich auch ziemlich heftig Höhenangst habe. Ja. Also, angefangen alles mit Altair. Aus dem DLC, das ist mal von Prince of Persia, das es mal werden sollte, wurde halt eben diese legendäre Reihe. Mega geil. Dann nach Altair, die nächste Generation, war dann Ezio. Mit ihm, muss ich sagen, konnte ich mich sehr gut identifizieren, weil. Was heißt identifizieren? Also ich habe ihn sehr gern gehabt. Weil man ist quasi mit ihm ja groß geworden, nicht wirklich, aber man hat viel mit ihm erlebt. Und ich muss sagen, er hat mich halt wirklich schon abgeholt. Dann bei Assassin's Creed Brotherhood spielen wir ihn, soweit ich weiß, auch nochmal. In Revelations ist er auch deutlich älter, da merkt man es auch schon. Dann im Assassin's Creed 3 spielt man erstmal Haytham Kenway und dann seinen Sohn Connor Kenway. Man muss dazu sagen, dass Haytham ein Templer ist und sein Sohn ironischerweise Assassine wird. Fand ich eigentlich ganz cool. Auch den Trailer dazu fand ich ganz cool. Ja. Dann gab es danach noch Assassin's Creed 4, Black Flag. Was ist eins? Es ist eigentlich mein Lieblings-Game davon. Weil es fühlt sich halt schon gut an mit Edward auf den Fregatten und anderen Schiffen. Naja, klar, Schiff zu machen. Wenn man dann so richtig schön mit den Leuten aufräumt, mega geil.
Dann kommt Rogue, wo wir Shay Patrick Cormac spielen. Ein Assassin, der zu den Templern überläuft, weil er nebenbei mal, weil er einen Edensplitter berührt hat. Lissabon, glaube ich, zerstört hat. Jo. Ich ja übrigens am Ende der Reihe, jetzt wo ich dazu meinen Kommentar dazu abgegeben habe, da werde ich dann nochmal die einzelnen Erscheinungsjahre dazu sagen, damit ihr jetzt nicht euch fragen müsst oder extern googeln müsst, wann kamen die raus. So. Lustig ist, was ist lustig? Mega geil finde ich, dass Assassin's Creed Rogue direkt Auswirkungen auf Assassin's Creed Unity hat, wo wir Anno d'Orient spielen und durch das Paris während der Französischen Revolution rennen. Hat mir persönlich mega Spaß gemacht. Mein Lieblingsthema in der Schule, mega geil. Ja, Shay Patrick Cormac hat, das sage ich jetzt einfach, Annos Vater getötet, woraufhin dieser von einem Templer großgezogen wurde. Anno versucht letztendlich Frieden zu stiften zwischen Templern und Assassinen. Naja, man merkt, hält ja nicht. Dann kam Syndicate, auch eins, was ich mega geil fand. Also jetzt egal, was alle sagen, ich fand's mega. Syndicate hat mir schon Spaß gemacht, weil teilweise die Combo-Kills mega Spaß gemacht haben. Also das Kampfsystem war geil. Gut, hin und wieder so. Story, ja, okay, ich habe mich nicht wirklich viel mit der Story beschäftigt, weil ich war damit beschäftigt, Leute umzubringen. Und einfach durchgehend die Viertel einzunehmen. Ich fand die Freizwillinge ganz cool. Sie haben sich ausgeglichen. Jacob war mehr so, ich gehe rein. Ich klopp alles um und Ivy war dann halt mehr, die ihn gebremst hat und gesagt, hey, denk doch mal drüber nach, wenn du den jetzt umknüppelst, kommt da eine riesige Armee. Einerseits haben sie sich ausgeglichen, andererseits haben sie sich gekabbelt. Und zwar halt wirklich, es war halt immer Entertainment, wenn die beiden aufeinander getroffen sind. War mega geil. Zum Beispiel Ivy hat ein Labor in die Luft gejagt. Also vielmehr ist Labors explodiert. Ivy konnte da jetzt auch nicht wirklich viel für. Dann Jacob hat einen Zug, ist mit dem Zug entgleist. Und dann müssen sie halt demjenigen, der mit ihnen, dem anderen Assassinen, der mit ihnen noch da ist, erklären, ja, so, jo, warum gab es Schwierigkeiten, was war los? Jacob sofort gegen Ivy geschossen. Naja, Labor ist explodiert. Und von ihm kommt er dann einfach her, so, ja, du lässt einen Zug entgleisen und Ivy auch sofort drauf angesprungen. Also war schon geil, muss man sagen. Ja. Also. Dann kam 2000, die Daten wollte ich ja von später sagen. Dann kam Assassin's Creed Origins. Mega. Also ich fand es auch mega gut. Ich fand es cool, weil man hat was über den Hintergrund, also die Entstehungsgeschichte der Assassinen erfahren. Wo ich sage, ja, das hat mich interessiert. Ich habe mich schon damit beschäftigt, bloß nicht ganz so intensiv. Ja, wir spielen Bayek, ein Magi, quasi ein Polizist in Ägypten. Und ich fand's, da sieht man, da kommt auch wieder diese Außenstory, aber auf die komme ich gleich zu sprechen, da kümmere ich mich gleich drum. Zumindest an die Außenstories, an die ich mich erinnern kann. Ja, also. In der normalen Simulation, also im Animus, sieht man dann halt
eben diese Erinnerung vom Bike, und es macht halt schon mega Spaß, durch Ägypten zu ziehen, weil es hat einfach, ich weiß nicht was genau, aber diese Wü es hat dieser Wüstenflair, dann die Tempel, wie sie aussehen, über die Händler, alles, einfach, selbst wenn man über die Straße läuft, voll geil. Nur fand ich die Außenszenen vom Animus, also wo man dann als anderer Mensch, der die Erinnerung durchmacht, woanders, also draußen ist, mochte ich nicht so, war mir einfach zu zweidimensional, der Charakter. Dann Assassin's Creed Odyssey hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch sehr solide, mega cool. Ich habe es nicht selbst auf meiner PS4 gespielt, sondern beim Kumpel. Da war dann schon nicht mehr. Was mich aber gestört hat an dem Assassin's Creed war, die versteckte Klinge war nicht da. Das hat mir einfach. Nee, das war nicht meins. Das war das, was ich nicht mochte. Aber an sich durch die Gegend ziehen, Griechenland, mega geil. Und es gab. Ich fand das halt immer ganz lustig. Erste Fähigkeit, wo ich darauf hingearbeitet habe, war der Spartiatenkick oder ne, dieser Leoninas-Kick. Da hatte ich dann schon die 300 Flashbacks. Ja. Es hat schon dann noch dieses Atlantis-DLC und dann die ganzen Gegenstände. Und wenn man Schiffe versenkt hat, kann man nochmal nachtauchen und gucken, dass man nochmal lootet, sofern es nicht zu tief ist. Also alles gut, alles cool. Ja, dann eben Assassin's Creed Valhalla. Das ist jetzt der 12. Teil. Da weiß man eben noch nicht allzu viel. Da kommt jetzt bald ein Gameplay-Trailer raus. So. Dann Erscheinungsdaten. Da gibt es einerseits 2007 Assassin's Creed, damit hat alles angefangen. 2009 kam dann der zweite Teil. 2010 hat dann Assassin's Creed Brotherhood, ich würde sagen, schon einen guten Erfolg gefeiert. Soweit ich weiß, ist es einfach quasi nur eine Erweiterung von Assassin's Creed 2. Dann gibt es Assassin's Creed Revelations von 2011. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Dann Assassin's Creed 3. 2012 kam es raus. Assassin's Creed Black Flag. 2013. Dann Rogue 2014. Und ebenfalls 2014 kam Assassin's Creed Unity. Ein Jahr später, es kam dann Assassin's Creed Syndicate. 2 Jahre später Assassin's Creed Origins im alten Ägypten. Und 2018 kam Assassin's Creed Odyssey. Und jetzt 2020 kommt Assassin's Creed Valhalla. So. Wir haben. Dann, jetzt komme ich nochmal auf diese Außerhalb-Story zu sprechen. Die ersten drei Teile waren wir Desmond Miles. Ich glaube, auch bis Assassin's Creed 3 waren wir halt eben Desmond Miles. In Revelations kollabiert, also vermischen sich die Gedanken von Ezio und von Altair und allen. Von ihm Animus durchlebten Erinnerungen, von all den Leuten da vermischen sich dann halt eben die Erinnerungen, und Desmond muss die halt auseinanderkriegen. Das war dann. Ja, das war auch ganz cool. Dann im Assassin's Creed 3 weiß ich gar nicht mehr, wen wir da gespielt haben. Tut mir leid, an der Stelle, also wenn wir außerhalb des Animus waren, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, da waren wir
Ja, doch, da waren wir auch noch mal Desmond. Genau, das war auch noch mal Desmond. Dann Assassin's Creed Black Flag. Wir waren dieser stumme Protagonist. Also wir waren Mitarbeiter von Abstergo, sind, wenn wir draußen waren, mit dem Tablet durch die Gegend gerannt und konnten halt unseren Kollegen beim Arbeiten zugucken. Wenn ich mir sowas angucken will, dann gucke ich mir, schaue ich mich einfach mal in so ein Büro halt. Ne? Dann gehe ich einfach mal in Real Life in so ein Büro. In Rogue gab es keine außerhalb Sequenzen, also da warst du halt eben ja durchgehend bei Shay. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ist lang her, muss ich mal wieder spielen. Dann in Unity waren wir auch wieder ein. Ja, meine Batterie ist bald alle. Ein stummer Protagonist. Wurden dann von Bishop dazugeholt in dieses Erinnerungsprogramm, um ja mal wieder die Welt und die Erinnerung zu retten. Ja, dann Syndicate gab es ebenfalls keine Aussage. Da war niemand, da waren wir irgendwie niemand außer Jacob und Evie Fry. Dann Assassin's Creed Origins, da waren wir dann Layla und ich will dazu eigentlich nicht wirklich viel sagen, weil ich fand das viel zu zweidimensional. Mochte ich absolut nicht, also das ist nicht meins. In Odyssey waren wir. Da muss ich jetzt gerade echt mal gucken, wer waren wir da? Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da auch noch Layla waren. Aber wir treffen auf jeden Fall dann mit im DLC, ich glaube Atlantis DLC, auf den von uns gespielten Charakter, also ob wir jetzt Cassandra oder. Boah. Junge, es ist ja schlimm. Alexios, jetzt habe ich es spielen. Dementsprechend begegnen wir, glaube ich, dem Charakter. Ich bin Alexios begegnet. Also, ja. Bei Assassin's Creed Valhalla weiß man es ja eben noch nicht. Ist ja eben noch alles in der Entwicklung. Genau. Genau, wir waren dann eben in Assassin's Creed Odyssey und eben Origins waren wir eben Layla im Hassan. Und ja, ich finde eben Layla sehr zweidimensional. Das ist einfach nicht meins, das mochte ich nicht und ja. So, dann möchte ich euch noch was nochmal zum neuen Arc. Jungs. Denken. Also, zum neuen Assassin's Creed sagen. Man wird sein eigenes Dorf aufbauen können. Ja, man wird sein eigenes Dorf aufbauen können. Das heißt, diese. So wie man das von Ezio, von seiner Villa her kennt. Bei Syndicate glaube ich mit Pubs und bei Unity gab es da diese Cafés einfach, wo man dann eigentlich sein Büro hatte, seinen Rückzugsort, ne? Wo man dann auch wieder die Ausrüstung nochmal anpassen konnte oder die ultimative Ausrüstung hatte, keine Ahnung, jetzt als Beispiel so Edenklingen, die dich dann oder ein Umhang, der dich einfach unsichtbar für jeden gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht lag da auch einfach nur der eine Ring Saurons, aber ihr wisst, wie ich meine. Ja.
Ich sag mal kurz dem Christian was. Heute nehme ich nicht mit ihm auf, heute bin ich mal solo. Ich lasse die Audio jetzt einfach mal mithören. Nee, bist, nee. Toll, jetzt habe ich mich wieder. Aus. So. So, habe ich ihm Bescheid gesagt. So, gut, alle informiert. Ja, auf jeden Fall, wir können jetzt eben wieder in so unser Dorf aufbauen. Wir können Raids machen. Also, ja. Ja, ich sage einfach Raids, wird eh jedem was sagen. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen rumstotter. Das wird jedem was sagen. Und von dem her. Ja. Wenn ihr jetzt nachfolgend, wenn ihr euch jetzt über Amazon dieses Spiel bestellen wollt, packe ich euch den Amazon-Link in die Beschreibung. Dann auch mein Insta-Profil, wo ihr mir gern folgen könnt. Für jetzt auch mal. Natürlich auch beim auf dem Kanal muss geachtet werden. Für Star Wars Battlefront, Far Cry Primal und andere Games könnt ihr also auch Ark, Genesis und mehr und mehr andere Ark-Teile könnt ihr diesen Kanal hier abonnieren. Wenn ihr Vorschläge für Games habt, dann könnt ihr die gerne reinschreiben und ich schaue, dass ich an diese Games rankomme. Ich kann sich nicht zu 100% garantieren. Also, ich hoffe, euch hat das Video jetzt hier gefallen. Ich weiß leider kein Gameplay dabei. Das wird sich aber ändern. Das nächste Mal gibt es ja keine Ankündigung erstmal. Ich habe auch im Voraus für dieses Video ein anderes vorausgeschickt. Das lädt jetzt noch hoch. Da könnt ihr euch dann das Gameplay schon mal angucken. Wir widmen uns in dem Teil der Story. Ich weiß nicht, was länger dauert, wenn das hier vorm anderen rauskommt, wisst ihr ja, dass dann noch was kommt. Also, jetzt hab ich genug zusammengestottert. Ich beende das Video. Bewertet es ruhig. Lasst mir ein Abo da, würde mich mega freuen. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr Assassin's Creed schon mal gespielt? Oder würdet ihr es gerne mal spielen? Ich würde mich da echt mal für interessieren, wie viele meiner Zuschauer sich für Assassin's Creed und alles interessieren. Dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim nächsten Video. Bis dann, macht euch einen guten.